Hallo, Fabian von Crypto Circle hier. Heute möchte ich über riskante Investments sprechen, also nicht die sicheren Coins. Ich will jetzt mal sagen, wirklich sicher sind nur Bitcoin und Ethereum, sondern wir reden hier mal wirklich über Coins mit geringer Marktkapitalisierung. Die versprechen natürlich die größten, ja, Gewinnchancen. Ja, da kann es halt mal locker 5000% hochgehen über einen relativ kurzen Zeitraum, aber man kann da auch sehr, sehr leicht sein ganzes Geld verlieren. Deshalb rate ich generell immer oder rate jetzt mal generell dazu, CoinMarketCap zu benutzen, die Webseite. Dort seht ihr alle aktuell existierenden Coins und seht vor allen Dingen auch die Marktkapitalisierung. Wenn man schaut, bis zu den Top 50 ungefähr, da ist dann so Banker. Da reden wir noch über 100 Millionen Marktkapitalisierung. Das ist noch relativ sicher. Da kann nicht ein Investor sehr leicht die Kurse manipulieren. Bei allem darunter wirklich schon sehr, sehr, sehr vorsichtig sein und vor allen Dingen die folgenden Punkte beachten. Ja, ein guter Startpunkt ist immer, nachdem man die Marktkapitalisierung angeguckt hat, also wenn man, was hat man in der Marktkapitalisierung von 1 Million Dollar, können natürlich sehr geringe Verkäufe von vielleicht 10.000 Dollar schon extrem starke Kursschwankungen auslösen. Das ist also extrem leicht manipulierbar, da sollte man wirklich nur mitspielen als erfahrener Daytrader, sag ich mal, nicht als langfristiger Investor. Wenn man das gemacht hat, natürlich auch das übliche, ja, Webseite, steht hinter der Coin denn überhaupt irgendein Konzept oder ist das wirklich einfach nur ein Scam? Wenn man dann meint, es könnte immer noch was sein, unbedingt mal auf einen Exchange gehen. Ich zeige das Ganze jetzt hier mal am Beispiel von Bittrex. Dort sieht man dann eben, wie viele Kauforder und Verkauforder denn für die Coin vorliegen. Es ist ganz normal, dass immer mehr Verkauforders vorliegen. Das liegt einfach daran, Leute kaufen sich in die Coin rein, sagen dann, überlegen sich einen Preis. Ja, zum Beispiel, oh, wenn sich's jetzt verdoppelt hat, dann verkaufe ich die wieder, habe 100% Gewinn gemacht. Deswegen ist ganz normal, dass mehr Verkaufsorder existieren. Allerdings sollte man sich schon das Verhältnis anschauen. Wenn wir uns zum Beispiel mal Ethereum anschauen, dann liegen da im Moment für einen Gesamtwert von 800 ungefähr Bitcoin Kauforders vor und für 1600 Verkaufsorders. Das ist also ein Verhältnis von 1 zu 2. Wenn wir uns jetzt mal eine Shitcoin betrachten und auch wenn ich die jetzt zeige, nicht kaufen, schauen wir uns mal Dopecoin an. Dopecoin könnte man jetzt sagen, wenn man das recherchiert, ja, da gibt es ja einen Business Case, ja, die haben ja eine Idee, was damit gemacht wird und die wird wohl auch tatsächlich benutzt. Wenn man sich dann aber die Fundamentals hier, wie es gehandelt wird, anguckt, ist das, wenn man die Coin nicht selbst wirklich benutzen will, vollkommen interessant. Denn hier sehen wir eben, es gibt eine Nachfrage von 10 Bitcoin und 6000 Bitcoin Wert in Dopecoin werden angeboten. Das heißt, hier haben wir halt ein Verhältnis von 1 zu 600. Das zeigt einem, dass diese Coin auch überhaupt kein Potenzial für eine Kursentwicklung hat. Außer du selbst willst jetzt natürlich 1000 Bitcoin in Dopecoin investieren und diesen ganzen Markt clearen, ja, dann schießt das Ding natürlich durch die Decke. Vielleicht lockst du Leute an, kannst das denen zurückverkaufen, machst einen riesen Gewinn. Dann machst du aber nichts anderes als einen Pump-and-Dump-Scam. Ja. Und genau dafür eignen sich solche Coins eben nur. Coins, wo es eigentlich keine Nachfrage danach gibt, wo eben aber die gesamtverfügbaren auf Verkaufsorder sitzenden Coins relativ gering ist. Ein Beispiel, damit hatte ich ja meinen Channel damals angefangen, war natürlich Chaincoin. Also wenn du jetzt Chaincoin anguckst, dann wird es ganz sicher ganz ähnlich aussehen wie hier bei Dopecoin. Und deswegen habe ich da auch von Anfang an abgeraten. Eine weitere sehr interessante Methode herauszufinden, ob die Coin Entwicklungspotenzial hat, ist einfach mal bei Google nachzuschauen, wie oft suchen denn Leute nach dem Namen der Coin und gibt es in dem Volumen vielleicht einen Trend nach oben?
Der muss ja nicht groß sein. Das müssen ja keine hunderte von Prozenten sein, die das wächst, aber wenn zum Beispiel konstant nach oben geht, dann hat das Potenzial. Irgendwann startet es vielleicht mal durch. Genauso gibt es das aber, dass eine Coin, ich nehme mal wieder Chaincoin, 2013, 2014 irgendwie gestartet wurde, dann wurde mal was gemacht, ja. Und danach wurde das Projekt im Endeffekt verlassen. Und dann gibt es natürlich auch gar kein Interesse mehr daran. Also das sollte man auch gucken. Und ob dann vielleicht, oder ist es sehr verdächtig, wenn das Interesse ja von quasi null bei Google Searches auf einmal in eine Riesenhöhe schnellt und gleichzeitig in Foren, auf YouTube, auf Blogs Leute auftauchen, die behaupten, dass man diese Coin unbedingt kaufen sollte jetzt gerade. Das ist wieder ein typisches Anzeichen für so einen Pump and Dump. Und die Wahrscheinlichkeit ist, wie gesagt, wenn man nicht der Initiator ist, ist es einfach nur ein Glücksspiel. Ja? Erwische ich wirklich das High, weil ich weiß ja nicht, wie viel Geld hinter dem Pump steht, im Gegensatz zu anderen Leuten. Oder habe ich jetzt schon zu hoch gekauft und bleibe auf einem Riesenverlust sitzen, weil ich mal 2 Stunden nicht geguckt habe. Denn natürlich geht das Ganze dann auch extrem schnell. Ja, ich hoffe, dass diese beiden bzw. 3, 4 Tipps dir geholfen haben, in Zukunft sowas besser beurteilen zu können. Gerade wenn du auch mal Coins mit kleiner Marktkapitalisierung handeln willst. Klein ist eigentlich schon alles außerhalb der Top 10 bei CoinMarketCap, aber wenn man aus den Top 50 rausgeht, dann wird das wirklich so risikoreich. Da wäre meine persönliche Empfehlung lieber, sich sein Geld einzustecken, ja, in Euro und mal ins Casino zu gehen und alles auf Schwarz zu setzen. Das hat wahrscheinlich bessere Erfolgsaussichten, sein Geld zu verdoppeln. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, ja, wenn es geholfen hat, bitte abonniere doch den Channel, like das Video oder schreib mir halt einen Kommentar, was du dazu denkst, ob du vielleicht noch einen Tipp hast, auf was du immer achtest, wenn du überlegst, in sowas Kleines zu gehen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann.